Conways Spiel des Lebens gibt neue Denkanstöße zur Evolution und zur Entstehung des Lebens. Sehen Sie selbst, oder besser, testen Sie selbst. Die offizielle Lehrmeinung sagt, zufällige Mutation und natürliche Selektion sind die treibenden Kräfte der Evolution. Mathematiker wie Fred Hoyle sind der Ansicht, das Leben ist zu komplex. Der Zufall kann ein solches Ergebnis selbst in Milliarden Jahren nicht erreichen. Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr erkannte, Beziehungssysteme auf unterschiedlichen Ebenen zwischen den Elementen der Materie nehmen Einfluss auf die Evolution. Die Welt besteht aus Elementen der Materie, wie Quarks, Elementarteilchen oder Atomen, aber auch aus immateriellen Beziehungssystemen unter diesen Elementen. So bilden ein Proton und ein Elektron zusammen ein Wasserstoffatom. Es sind die Beziehungssysteme, die einen entscheidenden Einfluss auf die Evolution haben. Conways Spiel des Lebens baut auf einem sehr einfachen Beziehungssystem auf. Ein graues Feld mit drei schwarzen Nachbarn wird schwarz. Ein schwarzes Feld mit drei schwarzen Nachbarn bleibt schwarz. Ein schwarzes Feld mit 0, 1 oder mehr als drei schwarzen Nachbarn wird grau. Sehen Sie selbst, welches enorme Potenzial in diesen sehr einfachen Regeln steckt. Besser noch, probieren Sie es einfach selbst auf Ihrem Handy aus. Haben Sie Parallelen zum wirklichen Leben entdeckt oder fasziniert Sie nur das Spiel? Erfahren Sie mehr hierzu oder holen Sie sich die App völlig gratis unter www.treanco.com.